Hallöchen, ihr Lieben. Hello. Wir sind mal wieder unterwegs und diesmal hat es uns nach Holland verschlagen, ca. 50 Kilometer von Amsterdam entfernt, das kleine Städtchen Amersfoort. Und wir sind hier für ganze 7 Nächte. Was hat uns das alles gekostet? Zero. 0 Euro. 0 Euro für 7 Nächte in Holland. Unfassbar. Wie ist das denn passiert? Genau. Und wie das möglich ist, das zeigen wir euch in diesem Video. Jo, 7 Nächte in Holland und das Ganze für 0 Euro. Jeder, der schon mal hier in Holland war, weiß, eine Übernachtung ist nicht ganz so günstig. Und wir haben das Ganze mit Haus- bzw. mit Haustier-Sitting gemacht. Oh ja, und wie das funktioniert, erzählen wir euch jetzt. Ja, da gibt es verschiedene Plattformen. In diesem Video wollen wir uns auf die Plattform Trusted House Sitters konzentrieren. Und nur ganz kurz so, es gibt nicht nur House-Sits in Holland, es gibt House-Sits weltweit. Und wir springen jetzt einfach mal in die App und erklären euch ein bisschen, wie das so abläuft. So, wenn man die App öffnet, sieht man schon hier direkt jede Menge verschiedene House-Sits. Überall auf der Welt verteilt. Um jetzt mal einen groben Überblick zu kriegen, kann man einfach mal hier auf die Map klicken. Und da sieht man schon Wahnsinn. Hier kann man mal Redo Search. Dann sieht man, wo überall etwas möglich ist, auch gerade hier in Kanada und in den Vereinigten Staaten. Richtig, richtig viel. Und, also da ist extrem viel möglich. Ja. Und um jetzt nochmal, kann man noch reinzoomen und dann nochmal die Suche wiederholen. Und ihr seht, hier wird das immer weiter gefiltert und immer mehr gesplittet. Und ja, natürlich wird man jetzt von der Menge der Sits erschlagen. Dafür kann man dann einfach, hier haben wir auch natürlich eine Filterfunktion, wo man dann erstmal auf jeden Fall das Datum auswählen kann, in der Zeit, in der man einsatzbereit ist für so einen House-Sit. Jetzt gehen wir einfach mal vom 1. September bis 31. Oktober, 2 Monate. In der Zeit, wenn man flexibel ist, kann man seinen Urlaub planen. Den Filter wenden wir an. Will doch nicht. Und dann kann man hier natürlich noch die verschiedenen Haustiere auswählen, auf die man aufpassen möchte. Denn, ja, ganz klar, das eine Tier macht ein bisschen mehr Arbeit, das andere ein bisschen weniger. Zum Beispiel Hunde muss man viel mit spazieren gehen. Ihr seht es, hier gibt es Pferde sogar. Dann gibt es Katzen, Fische, Reptilien. Also da kann man alles sich fast. Ja, kann man echt gut filtern und... Und natürlich, oder es gibt hier auch die Funktion No Pets, das heißt, man passt tatsächlich nur vielleicht auf Pflanzen und das Haus auf. Genau. Davon gibt es natürlich dann nicht ganz so viele, aber man kann es ja mal ausprobieren. Ja, und wenn man jetzt hier ein paar Filter anwendet für die Tiere, zum Beispiel, wenn man jetzt einfach nur Hunde und Katzen machen möchte, dann werden halt einen auch nur, und dann wieder auf die Karte klicken, werden einem auch nur... Sitz angezeigt, wo man halt auf Hunde bzw. Katzen aufpassen muss. So. Das wäre es eigentlich mal so viel zum Interface der App. Die App ist nicht kostenlos. Die kostet im Jahr 119 Euro. Warte, die App ist kostenlos, aber die Mitgliedschaft natürlich nicht. Ach, sorry. Die Mitgliedschaft, ja. Also, aber die App allein nutzt einem ja nichts, wenn man da einfach nur sucht. Man braucht da schon eine Mitgliedschaft, die kostet 119 Euro, das ist die Basismitgliedschaft, die auch wir aktuell nutzen. Es gibt noch zwei weitere höhere Mitgliedschaften, da hat man dann beispielsweise noch ein Telefonat mit einem Arzt drin oder eine Versicherung. Für uns reicht die Basismitgliedschaft vollkommen aus. Ja. Und wer jetzt denkt, 119 Euro ist aber viel, ist einmal fürs Jahr. Hm. Und wenn man bedenkt, wir sind hier in Holland jetzt gerade 7 Nächte, das haben wir schon 7-mal raus, lohnt sich auf jeden Fall dieser Betrag. Ja, und wie gesagt, ihr habt es gesehen, wirklich weltweit gibt es House-Sits. Und wirklich eine super Möglichkeit, um kostengünstig zu reisen. Wie gesagt, man bezahlt hier für die Unterkunft nicht einen Cent. Klar muss man hier dann, man muss
eigene Anreise bezahlen. Und klar, wir sind jetzt in Holland, da fährt man halt hin. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach USA will, muss man halt den Flug selber bezahlen. Und man muss vor Ort natürlich kochen bzw. essen gehen und sowas. Das, was man zu Hause genau, halt auch macht. Aber ne? Die Kosten fallen zu Hause auch an. Von daher ist es eine super Möglichkeit, um ja, viel von der Welt zu sehen für wenig Geld. Und wir haben noch einen Bonus für euch, wenn ihr jetzt denkt, ja, hört jetzt schon mal ganz geil an. Dann stellen wir euch unten in der Videobeschreibung ein Code rein, mit dem ihr euch bei der Plattform Trusted Hostlers anmelden könnt. Und ihr kriegt dann 25% Rabatt auf eure Mitgliedschaft für ein Jahr. Und was ich noch sagen wollte, was noch ein Vorteil ist, ein großer Vorteil, also man wohnt ja in dem Privathaus der Menschen, wie die Einheimischen, also in einer normalen Wohngegend, nicht in irgendeinem Touri-Komplex, und hat halt nochmal hier eine ganz andere Möglichkeit, den Ort oder das Land kennenzulernen. Also wir reisen sowieso sehr gerne authentisch und langsam, und da ist House-Sitting echt die perfekte Möglichkeit. Und jetzt kommen wir einfach mal zu ein paar Tipps, damit man auch tatsächlich zu so einem House-Sit kommt. Denn bei uns hat es auch relativ lange gedauert, bis wir jetzt den ersten House-Sit bekommen haben. Und ja, fangen wir einfach schon mal an mit dem Profil einfach. Ne? Weil man muss von sich natürlich ein Profil erstellen. Und da kann man einfach schon mal sagen, die Beschreibung von sich sollte so ausführlich und auch authentisch wie möglich sein. Ein schönes Bild auswählen, was freundlich ist, hell ist. Ja, was schon mal eine positive Ausstrahlung zeigt. Ja, ne? Genau. Natürlich, wenn man international rumkommen will, sollte diese Beschreibung auf Englisch sein. Dafür können wir euch auch direkt schon mal eine Seite unten in der Videobeschreibung verlinken. DeepL, super, super Übersetzer. Translator, genau. Und ja. Weltfotos, also ihr habt einmal die Möglichkeit, ein Profilbild zu wählen. Und das natürlich schon mal aussagekräftig sein sollte, weil man das als allererstes sieht. Und dann kann man im Profil noch weitere Bilder hinzufügen. Und die sollten einen natürlich dann mit einem Tier zeigen und auch in Kontakt mit Tieren zeigen. Wobei aber da am besten keine gestellten Bilder. Also es sollte schon wirklich authentisch bleiben. Man möchte ja nicht, ja, nichts faken. Ja. Und man möchte ja auch eine Vertrauensbasis zu dem Besitzer aufbauen, und das ist einfach mit Ehrlichkeit wert am längsten. Genau. Deshalb, ja, nur echte Bilder wählen. Ja, wir haben halt von uns auch Bilder reingenommen, wo wir schon mit Tieren von Freunden am Kuscheln sind, oder die war so echt wirklich aus dem Leben entstanden sind, die waren jetzt nicht gestellt. Wir haben am Anfang auch noch, damit es den Gastgeber vielleicht ein bisschen leichter fällt, paar Bewertungen, die wir von Airbnb bekommen haben, als Screenshot mit reingestellt, damit man schon mal so ein bisschen ein Gefühl kriegt, dass wir vernünftige, cool sind. Anständige Menschen sind und ja, einfach authentisch sein, ehrlich sein, und wie gesagt, man kann nicht zu wenig schreiben, lieber ein bisschen mehr. Aber auch nicht zu viel, also ja. Der Text sollte nicht erschlagen. Die wesentlichen Fakten sollten halt mit rein. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ein Video zu drehen, was auch nicht zu lange sein sollte, wenn man es dann wirklich, ja, wie sagt man, also wenn man sich selber in einem Video oder in bewegten Bildern rüberbringen möchte, genau. Kann man das da auch noch verlinken. Kommt natürlich auch super an, ne? Genau. Definitiv. Hat nochmal eine andere Wirkung als Fotos auf jeden Fall. Und ja, ansonsten, was wir noch als Tipp geben können, ist einfach flexibel sein. Ne? Also wir haben jetzt auch viel geguckt, viel auch in Deutschland, Holland, Belgien, was halt relativ nah von uns aus entfernt ist, und für uns muss es jetzt auch nicht unbedingt mitten in Amsterdam sein, wo man ein geiles Citylife hat oder sowas. Also erstens von der Destination her flexibel sein. Ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich in, jetzt sage ich mal, New York werden wahrscheinlich 1000 Bewerbungen auf einen Sit kommen, und von daher gerade am Anfang vielleicht ein bisschen ruhigere Orte aussuchen, vom Datum vielleicht flexibel sein und auch von den Tieren her. Ich meine, vielleicht, wenn man jetzt kein großer Fischliebhaber ist, kann man trotzdem angeben, dass man auch auf Fische aufpasst, zum Beispiel. Einfach um schon mal da dann... Ja, aber auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht Pferde angeben, wenn ich noch nie was mit Pferden zu tun hatte. Klar, klar. Also ihr wisst, worauf wir hinaus sollte wollen. Schon passen, aber wie gesagt, erstmal ein bisschen flexibel sein, sich vielleicht auch seine... wie soll ich sagen, nicht Interessen einschränken, aber Was man
Ja, ich sag mal, wir lieben Katzen, also ist es für uns ganz klar, dass wir uns hauptsächlich auf Katzensitz bewerben. Ja. Wenn du jetzt Hunde total toll findest, dann sollte der Fokus vielleicht auf Hunden liegen, also ja. Ist eigentlich selbstredend. Und ich habe meinen Faden wiedergefunden, genau, okay. Weil ich meine, im Endeffekt verbindet man mit so einem Haussit ja auch Urlaub auf der einen Seite und natürlich Urlaub ist immer Meer, Sonne, Strand, ne? Und wir hätten es auch nur Haussit, was weiß ich, an der Costa Brava in Spanien suchen können mit nur einer Katze, die wir aufpassen müssen und nur zwischen der ersten Septemberwoche, aber klar, dann wirst du wahrscheinlich keinen oder vielleicht nur ein, zwei Sits finden, die vielleicht auch schon schnell weg sind. Also da, wie gesagt, um erstmal ein paar Bewertungen zu sammeln, einfach flexibel sein und schauen, was so gibt. Ne? Genau, und da gibt es noch einen Tipp. Marc hat es eben schon angesprochen. Es kann sein, dass sich auf einen Sit hunderte Leute bewerben. Für den ersten Sit haltet euch daran, euch bei Sits zu bewerben, die nur 0 bis 3 Bewerbungen haben. Ja, spielt mal hier einen Screenshot ein, weil wir konnten jetzt nicht in der App so tief in die, sag ich mal, in die Profile reingehen, der Gastgeber, weil es einfach eine mit Privatsphäre was zu tun hat. Also ich blende euch hier mal einen Screenshot ein, wie das Ganze dann aussieht, wo man sieht, wie viele Bewerbungen auf einem Sit sind. Und ja, habe ich dich jetzt unterbrochen? Nee, ich glaube nicht. Genau, auf jeden Fall. Hast du es schon gesagt, dass man da aufpassen soll, dass es nur 0 bis 3 sind? Das habe ich gesagt. Genau. Wie gesagt, wenn man dann in New York zum Beispiel in Fifth Avenue in einem Penthouse guckt, da werden wahrscheinlich 1000 Bewerbungen sein. Und da ist es natürlich am Anfang schwierig, an diesen Sit zu bekommen. Darum achte drauf, diese Zahl 0 bis 3 oder ich glaube, es gibt 4 bis 11. Da sind noch die Chancen groß oder am größten, dass man auf jeden Fall auch ausgewählt wird für diesen Haussit. Genau, also zu Beginn echt erstmal gute Bewertungen sammeln und dass auch zukünftige Gastgeber sehen, dass sie euch vertrauen können. Und ja, ansonsten haben wir, glaube ich, dazu erstmal alles gesagt zu den Tipps, ne? Nee, noch zwei, drei Tipps, genau. Und zwar war es jetzt bei uns auch der Fall hier mit unserem Gastgeberin, dass sie sich für uns quasi entschieden hat dann gesagt, ob wir bereit wären, uns mal über Zoom oder ne, wie auch immer, mal digital zu treffen, um auch ein Gefühl zu bekommen von beiden Parteien aus, ob das harmoniert. Und wir fanden, das war eine super Sache. Da hat man schon mal gemerkt, dass die Chemie stimmt. Und auch da seid vorbereitet, das Gespräch wird wahrscheinlich auf Englisch stattfinden, wenn man außerhalb von Deutschland einen Sit sucht, dass man da ja, mit der englischen Sprache auf jeden Fall zurechtkommt. Ja, aber keine Angst, also wir sind auch keine Englisch-Nerds und man versteht uns, glaube ich, wenn wir Englisch sprechen und klappt auf jeden Fall. Ja, andererseits kann man vielleicht auch in der Bewerbung selber reinschreiben, dass man vielleicht nur mal ein erstes Kennenlerngespräch machen kann über Zoom oder was für Möglichkeiten alles gibt, dass man sich ein bisschen näher kennenlernt und dann wird man schauen, ob die Chemie passt. Und ja, auch wir hatten es am Anfang schon mal gesagt, war bei uns auch anfangs ein bisschen frustrierend. Wir haben uns für wirklich viele Sits beworben. Hat nie geklappt, obwohl wir auch schon öfters in der engeren Auswahl waren, aber dann waren andere einfach schneller als wir. Und darum einfach nicht aufgeben, anfangs gerade, wie gesagt, man hat noch keine Bewertung und man ist ja in einem privaten Haushalt von einer Person, die vertraut ihr quasi das Haus und ihr liebstes Tier an. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man auf Bewertungen hat. Ja, ich und denke, da muss man klein anfangen. Das ist irgendwie auch verständlich, dass dann Besitzer eher diejenigen nehmen, die schon 25 super gute Bewertungen haben, als jemand, der noch gar keine einzige hat. Was natürlich schade für die ist, die noch keine haben. Aber es gibt trotzdem immer auch noch diese Besitzer, so wie wir jetzt gerade, die uns dann auch eine Chance gegeben haben, die selber noch relativ neu sind. Ja. Und dann findet man sich irgendwie zusammen. Das klappt dann. Irgendwann klappt es, also nicht aufgeben. Genau, nicht aufgeben. Wir haben es auch geschafft. Und wir sind jetzt auch gespannt. Wie gesagt, das ist unser erster Haussit hier. Und wir hoffen, dass durch diese erste positive Bewertung, die wir dann hoffentlich bekommen werden, der Stein auch ein bisschen ins Rollen kommt, dass es dann halt auch bei den zukünftigen Sits ein bisschen einfacher wird und dass man da dann auch eine größere Auswahl hat, wo man hinreisen kann. Das wird schon. Ja, das war es jetzt aber, glaube ich, echt mal zu den Tipps. Kommen wir mal kurz. Das ist der nächste Punkt. Kommen wir mal kurz zu den Aufgaben. Ja, Aufgaben bei einem Haussit.
Wenn man sich für ein Tier natürlich entscheidet oder Haustier-Sitting, dann steht natürlich das Haustier im Vordergrund und an allererster Stelle, dass es dem Tier gut geht. Ansonsten fallen bei so einem Haussit die ganz normalen Dinge an, wie bei einem zu Hause auch. Müll, sauber halten, vielleicht die Post noch reinholen. Und die Gastgeber oder die Besitzer werden auch sehr gerne natürlich auch auf dem Laufenden gehalten mit Fotos und Nachrichten. Also, dass man da regelmäßig mal Updates schickt und vielleicht Fotos, wie man gerade entspannt auf der Couch zusammensitzt und ein bisschen knuddelt. Dass der Besitzer auch beruhigt ist und weiß, dass zu Hause alles glatt läuft. Ja, genau. Und was sonst noch? Ne? Entweder drinnen Pflanzen gießen, ein bisschen Garten vielleicht machen. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch ein Geben und ein Nehmen. Genau. Und in dieser Position gibt der Gastgeber ja schon sehr, sehr viel. Und da es ist halt nicht der typische Urlaub, wo man echt 24 Stunden einfach Urlaub hat. Ne? Man muss halt dass aufs Tier aufpassen wird, sollte man sehr ernst nehmen und auch ernst meinen, sich wirklich gut darum zu kümmern. Und wie gesagt, Haushalt muss gemacht werden im Endeffekt. Hier kann man ein bisschen im Garten machen, ne? Gießen. Und ja, und am Ende des Sitzes sollte das Haus natürlich jetzt nicht dreckiger sein als vorher. Ja. Im besten Fall wirklich noch picobello sauber machen und gut hinterlassen, sodass der Besitzer, wenn er dann nach Hause kommt, schon mal ein gutes Gefühl hat, genau, und sich direkt wohlfühlt. Und ja, das sind so eigentlich die wichtigsten Punkte. Ja, ich meine, kennt ja jeder auch, wenn man vom Urlaub kommt, dann will man nicht in eine Chaosbude reinkommen. Genau. Dann kann man den Gastgeber, glaube ich, eine Freude machen, wenn alles schön sauber ist, aufgeräumt ist, wenn vielleicht ein kleines Präsentchen da ist, weil ich meine, im Endeffekt, man spart wirklich Unsummen an Geld, weil wenn man reist, Unterkunft ist eigentlich so mit der größten Kostenfaktor, den man hat. Und wenn man da dann mal ein Blumensträußchen, ein kleines Büchlein oder eine Flasche Wein, irgendwas, eine Kleinigkeit als Dankeschön nimmt, ich denke mal, das wird immer gut ankommen und sollte man vielleicht auch einfach machen als kleine Wertschätzung. So. Ja. Ne? Ich würde mal gern unseren, wo ist er im Moment? Unser Tigger! Wie heißt das? Hausherr, ne? Unser Hausherr, ja. Der hat, glaube ich, gerade keine Lust. Vielleicht ich mach mal kurz Pause. Mit Leckerchen anlocken. He's coming! Ja, hier ist der Hausherr, auf den wir aufpassen jetzt in der Woche. Der kleine Tigger. Hat nicht so richtig Lust. Hat nicht so richtig Lust, aber ja. Macht halt auch Spaß. Also, wie gesagt, man meldet sich ja bei Haushitters, Trusted Haushitters an, weil man auch Tiere gerne mag. Ja, und wir lieben Katzen über alles. Also, genau. Marc sträubt sich immer dagegen, aber ich würde mich gerne auch auf Sitz bewerben, wo es 10 Katzen gibt oder 6 oder so. Ja, also da auch nochmal zu unserer Situation. Wie gesagt, wir lieben generell Tiere, aber Katzen sind unsere absoluten Favorites. Und wir schauen halt auch tatsächlich nur nach Sitz mit, sag ich mal, Katzen, so Hasen, Meerschweinchen, Fische halt auch. Und Reptilien und Vögel. Aber zum Beispiel mit Pferden können wir halt echt nichts anfangen und mit Hunden im Moment auch noch nicht so wirklich. Also da sind Katzen definitiv lieber. Also wenn dann kleine Hunde, keine großen. Wir haben halt keine Hundeerfahrung und wir würden uns jetzt keinen großen Hund zutrauen, da aufzupassen. Und Hunde machen halt auch ein bisschen mehr Arbeit mit Katzen sind relativ selbstständig und genau. Gibt auf jeden Fall auch genug Sitz, wo man nur Katzen hat. Von daher schaut einfach mal rum. Und ansonsten würde ich sagen... Ich habe noch eine Sache. Ja. Natürlich haben die Bewerber Bewertungen, aber auch die Gastgeber und die Besitzer kann man bewerten. Und bevor man sich wirklich bewerben möchte, sollte man auch die Bewertungen durchlesen, ob da alles glatt gelaufen ist. Denn natürlich steht bei so einem Sit das Tier und das Haus an erster Stelle, aber... Also für den Besitzer, aber für einen selber sollte man selbst auch an erster Stelle stehen und da auch wirklich aufpassen und sich wirklich nur bewerben, wo man sich auch vorstellen kann, sich wohlzufühlen und wo die Bewertungen auch alle im grünen Bereich sind, sagen wir es mal so. Genau, und ansonsten, ja, wie gesagt, wir hoffen, dass es jetzt bei uns auch ein bisschen mehr Haushits in Zukunft geben wird, wenn wir jetzt unsere erste Bewertung haben. Und wenn ihr da immer up-to-date bleiben wollt, dann
abonniert uns einfach. Wir werden hier dann regelmäßiger Content über Trusted House Sitters auch hochladen. Yes. Und noch eine Sache, wir würden euch gerne hier mal die Wohnung zeigen, aber es ist natürlich alles Privatsphäre von unserem Gastgeber. Das wollen wir dann in diesem Fall nicht machen, aber ihr könnt uns glauben, dass wir es hier richtig, richtig gut angetroffen haben. Das ist auch ein Haus, keine Wohnung. Genau, ein Haus, ein ganzes Haus. Das ist wirklich wunderschön. Hier kann man sich richtig wohlfühlen, gut gehen lassen. Und generell, Leute, guckt einfach mal in der App ein bisschen rum. Es gibt House-Sits, das sind ganze Villen. Teilweise kann man bleiben die Autos sogar vor Ort, wo man dann das Auto mitnutzen kann. Oder man kann monatelang irgendwo unterwegs sein. Das ist Wahnsinn, ja, was da also alles möglich ist. Ja, also ich sag mal, wenn man wirklich mal ein Land oder einen Ort richtig erleben möchte, dann kann man sich auf ein House-Sit bewerben, wo man vielleicht 4 Wochen bleibt und da auch dann von dort aus mal ein paar Dinge entdecken. Und das ist gerade das Coole daran. Und ich denke, dass wir das zukünftig auch mal machen werden und ausprobieren werden, mal länger an einem Ort zu sein und dann wirklich nur in dieser einen Unterkunft. Und ja, das ist ja nochmal was ganz anderes, denn man lebt dann da wirklich, ne? Also man hat dann zu Hause und lebt da, wie man vielleicht auch zu Hause leben würde. Und noch ein guter Punkt fällt mir gerade noch ein. Man spart nicht nur Kosten bei der Unterkunft, sondern man spart auch Kosten eigentlich beim Essen. Denn in einem Hotelzimmer hat man meistens keine Küche oder sowas drin. Und hier versorgt man sich auch oder kann man sich halt sehr, sehr gut selber versorgen. Was natürlich günstiger ist, als wenn man nur essen geht. Andererseits hat man natürlich auch ein bisschen mehr Budget dann zur Verfügung, um mal essen zu gehen. Und ja, von daher eine wunderschöne Sache, dieses House-Sitting. Und eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Win-Win-Situation für beide. Und ich würde sagen, das sollte jetzt von uns gewesen sein. Wir haben auch viel gequatscht. Ja, viel gequatscht, bisschen, aber ja, ist halt echt ein geiles Thema eigentlich so. Und wir wünschen euch viel Glück. Genau, abonniert uns, dann kriegt ihr mehr mit über House-Sitting und denkt an den Empfehlungslink von uns. 25% sparen ist schon mal einiges und macht's gut.